Vielleicht, ich möchte nur, aber vielleicht wussten das die von der Gruppe E, aber ich möchte nur noch kurz die Adressaten der Briefe vorstellen. Dieser Canonicus Angel habe ich schon vorgestellt, das war der Pfarrer von Carlitz, also in den Pyrenäen. Die Madame Angel, das war die Schwester von Canonicus Angel. Diese Germaine de Chemaux, im zweiten Brief, das war ein junges Mädchen, war mit Elisabeth verbunden und die auch in den Karmel eintreten wollte, aber die einfach noch ja, warten musste. Und Elisabeth schreibt ihr lange, ausführliche Briefe, was ich gesagt habe, auch schon in der Welt, ich mag diesen Ausdruck nicht so, aber draußen, geh diesen Weg der Freundschaft oder der tiefen Beziehung mit Christus. Und dann die Mutter, Germaine de Jésus. Gut, sind Fragen aufgetaucht oder Dinge, die Sie mitteilen möchten? Ja, bitte. Ich hätte es für hilfreich gefunden, auch wenn natürlich im Text selber das nicht steht, wenn man hinzufügt, auf welche Paulus-Zitate sie sich bezieht, dass man dann dort nachschauen kann. Ja, das habe ich jetzt unterlassen, das stimmt. Also für die nicht so bewandert sind, ist klar, ist klar. Ich muss schauen, ich muss. Ja, stimmt ja. Wenn Sie eine Stelle gerade dann haben, können Sie mich auch gerne während der Pause ansprechen. Wir werden suchen. Ja, bitte, Frau Eine Frage war noch, sind das ja angedeutet mit Elisabeth, den Namen. Können Sie noch einmal genauer erklären, also was das Missverständnis ist und was es wirklich bedeutet? Ja. Etymologisch, was es eigentlich bedeutet, da ist man, sind sich die Bibelwissenschaftler nicht ganz einig. Aber Elisabeth, wieso kommt die Priorin auf Haus Gottes? Elisabeth hat ja die Silbe Eli am Anfang und Eli heißt auf Aramäisch, auf Hebräisch Gott. Und Beit, am Schluss Beit. Heißt Haus auf Hebräisch. Bethlehem, Haus des Brotes. Wienerisch, das Beisel kommt davon. Ah ja. Ja, Wienerisch hat sehr viele jiddische Elemente und von Beit kommt das Beisel. Das ist ein jiddisches Wort. Ja, es heißt auch auf Arabisch Beit, also Beit, Beit. Genau. Also in dem Sinn, aber es gibt ja auch noch eine Silbe dazwischen, darum ganz kann es nicht sein. Man kann es auch trennen mit Elijah und Beit. Und Elijah, also das haben wir ja auch, Gott rettet. Ja. Aber was machen wir? Gott rettet und Haus. Also, oder dann eine andere von Elisabeth ist Eli und Shabbat. Also Gott ist vollkommen. Aber wie gesagt, was ist jetzt wirklich, das sind die, was die etymologischen Wurzeln sind, das sind. Aber auch durch dieses Missverständnis hindurch, Gott hat gewirkt und für Elisabeth war es entscheidend. Bitte. Also meine Frage war vorhin, die wir nicht beantworten konnten, also nicht vollständig beantworten konnten, war, also die Elisabeth nimmt ja sehr Bezug auf Paulus. Und es war meine Frage, die, ist das ein Spezifikum der heiligen Elisabeth oder ist die karmelitanische Spiritualität sehr mit Paulus verbunden? Das war meine Frage. Also ich habe gesagt, Johannes sicher, aber ja. Paulus. Naja, ich glaube, dass Elisabeth schon besonders in den Texten, die wir von ihr kennen, besonders oft auf Paulus zurückgreift. Ja, wirklich zitatmäßig und so.
das ist bei Theresa nicht so da, prozentuell, verstehen Sie mich, ja, so richtig. Aber inhaltlich würde ich schon sagen, dass dieses Thema der Innewohnung Gottes in uns, also der Gnade in uns, das Tempel Gottes sein, Tempel des Heiligen Geistes sein, was schon ein Teil der paulinischen Theologie ausmacht, dass das sehr wohl auch typisch karmelitanisch ist. Allerdings auch johannäisch, ja, von Johannes. Also ich kann jetzt schwer sagen, ich weiß nicht, was Sie meinen, dass jetzt Paulus als Hauptautor in der Karmelspiritualität, ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Aber vieles findet man wieder dort, ja. Aber bei Elisabeth besonders wirklich auch konkret Zitate und Redewendungen, auch bei Therese, ja, sind viele Sprüche, sagen wir mal so, anklingen an von Paulus. Ich würde es nicht allgemein bei, sagen. Ja, bei Therese von Avila habe ich eher das Gefühl von Johannes, dem Johannes-Evangelium. Johannes ist hier, ja, mit der Johannes 4 mit der Samariterin, dann ja. Johannes 3 mit Nikodemus. Und auch mit dem Hohepriester im Gebet. Genau. Ja. Bitte. Ich wollte nur sagen, indirekt, dadurch, dass Sie so viel Paulus-Stellen zitiert, kann man dann davon ausgehen, dass Sie doch den Zugang gehabt hat zu den Schriften und sie lesen konnte in ihrer Sprache. Eben in diesem Neuen Testament, das in diesem Manuale oder in diesem Handbuch für die Christen, so, es war so das Gebetsbuch der damaligen Zeit, da war ein Teil, des, also das war das Neue Testament, die Psalmen und verschiedene andere. Ja, wir haben nur nicht gewusst, ob es in der Liturgie Französisch oder Latein. Obwohl ich gesehen habe, dieses Nimiam, das, also die zu große Liebe, die er zitiert sie doch auf Latein, genau. Und bei der anderen Stelle ist mir aufgefallen, es steht so nicht, also im Griechischen nicht, kann es jetzt nicht aus dem Griechischen zitieren, aber das ist eindeutig im Originaltext bei Paulus, dort wo es um die Sünde geht. Wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade übergroß geworden, also da steht es eindeutig auch im Regionaltext drin, das ist übergroß, also nicht zu groß, aber übergroß, da muss auch ein eigenes Wort stehen, dann müsste man sich anschauen, wie das im Regionaltext heißt. Genau. Etwas, was uns aufgefallen ist, so beim Lesen, unter anderem ist, wie sie zur eigenen Mutter sagt, ich bin die kleine Mutter deiner Seele. Ja. Und deshalb voll Sorge um sie. Als ob sie eben die eigene Mutter, also sie ist die geistliche Begleiterin, könnte man sagen, der eigenen Mutter dann im geistlichen Leben. So. Auffallend. Dann auch diese geistliche Mutterschaft jetzt im Über, ja, also auch dieses Fruchtbringen für das Reich Gottes, was Elisabeth eben, sie ist nicht nur jetzt hat sich nicht nur abgegrenzt, sondern ist zurückgezogen und wollte nichts mehr mit der Welt zu tun haben, sondern wirklich Frucht bringen für das Reich Gottes in dieser schönen, ja, geistlichen Mutterschaft. Wenn Sie vielleicht einen Aspekt oder so einbringen. Ja, also das Leiden war bei uns ein Thema. Ein Thema. Weil das auch bei Elisabeth, aber sicher bei Theresa, diesen gerade auch früh gestorbenen Heiligen sehr deutlich ist. Es ist einfach erstaunlich, wie sie das Leiden und die Liebe zusammenbringt. Also das ist bei ihr so, scheint es mir, kein Widerspruch. Also das fließt in eins zusammen, während doch in der Regel man sich schwer tut als normaler Christ. Leid, Freude, das so zusammen zu denken oder zu empfinden wie sie. Und
und da sind eben verschiedene Meinungen auch aufgetaucht, die meinen ja, also man darf das jetzt natürlich nicht als Selbstzweck sehen, es war nicht das Ziel für sie, das Leiden, aber dann doch, also auch im Sinne von Jesus, dass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dann eben auch, aber dein Wille geschehe, und dass eben aber andererseits auch das Davonlaufen vor dem Leiden den Menschen auch nicht glücklich macht. Also wir sind da so diese verschiedenen Sichtweisen ein bisschen abgeschritten. Aber das, das ist ein Paradox, das eben bei ihr auch, auch sichtbar wird. Was auch genannt wurde, ist das Wort Gottes. Das hat uns recht beeindruckt, auch ein bisschen aufgerüttelt vielleicht, dass das für sie zu zentral ist und dass das auch doch für unser persönliches geistliches Leben vielleicht ein Impuls sein kann. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, sich mehr darauf zu beschränken, unter Anführungszeichen auch zum Teil mehr unmittelbar aus dem Wort Gottes zu leben und nicht vielleicht zu viel anderes noch dazu zu nehmen immer. Und zum Schluss haben wir uns auch noch gefragt, wie wir heute in unserer heutigen Zeit eigentlich das geistliche Leben, das Elisabeth auf höchstem Niveau gelebt hat, natürlich leben können, wo doch die Zerstreuungen noch deutlich mehr sind als in der damaligen Zeit. Und gerade auch, was bedeutet das für die Jugend? Wie können die unter den heutigen Umständen oder wir alle eigentlich dieses Niveau vielleicht nicht, aber doch ein anspruchsvolles geistliches Leben noch führen. Und muss man da alles ausschalten quasi, was es gibt an Einflüssen, an medialen und auch Kommunikationsmöglichkeiten, oder ist es doch möglich, in dieser Welt und unter diesen Umständen ja, auch ein geistliches Leben zu führen, das uns wirklich auch weiterbringt. Danke. Diese ganze Frage mit Leid und Leiden, ich glaube, wer da war, das letzte Mal bei der kleinen Therese, da haben wir auch sehr lange darüber gesprochen, das ist ein zentrales Menschen, eine zentrale Frage jedes menschlichen Lebens, wie umgehen mit Leid. Ich glaube auch, Elisabeth ist einen Weg gegangen. Also Freude und Leid, das ist, glaube ich, in den letzten Monaten, wo sie wirklich gesehen hat, wo sie das Ganze verwandelt hat zu einem Opfer und darin den Sinn erkannt hat und in der Liebe mit ihrem Bräutigam als Braut bis zum Letzten zu gehen und ein Opfer daraus zu machen, um es als Sühneopfer darzubringen, damit es Frucht bringen kann für die Welt. Aber sie selber hat gegen die Krankheit wirklich auch sich, ja, sie alles getan, alles Mögliche getan. Also sie hat jetzt nicht das Leiden um das Leidenswillen gesucht, glaube ich. Pater Roberto, korrigieren mich, wenn sie hat auch ihrer Mutter geschrieben, ich tue alles. Und wir suchen, die gute Mutter Germana tut alles auch, um zu suchen, was ich noch verdauen kann, damit ich zu Kräften komme. Und. Ja, also ein Satz ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen, im letzten Brief, wo sie eben sagt, mein Meister hat mich erinnert, dass ich mir meine Leiden nicht aussuchen dürfe. Also das ist aber ein sehr nüchterner Blick auf das Leiden. Sie sucht es, sondern sie nimmt das, was ihr einfach auferlegt wird, vom Leben sozusagen. Ja. Mir scheint hier die dunkle Nacht dann vollkommen zu sein, wo sie dann schreibt, weil wir haben das ein bisschen angesprochen, also wir gehen mit dem unermesslichen Schmerz ein und aller Furcht und Angst. Ich glaube, das haben wir. Wo nichts mehr steht und nichts mehr hört. Und das hat, ich meine, sie rückt es nicht in den Vordergrund, aber es hat Elisabeth auch wirklich gelebt.
Auch wir sind in unserer Gruppe stehen geblieben, diese in der Gegenwart Gottes leben, wie ist das möglich? Weil Elisabeth war ja bis 21 in der Familie, sie hat trotzdem am Familienleben mitgemacht, also sie hat auch zu diesen Abenden, Veranstaltungen, zu diesen Festen mitgegangen. Es war für sie fast ein Opfer, ein Verzicht. Aber sie hat dann das ins Positive gewendet. Sie hat gesagt, Jesus, wer denkt schon an dich dort? In diesen Festen, diesen modernen Festen. Aber ich gehe jetzt hin und sie bleibt in seiner Gegenwart. Dann denkt wenigstens eine Person an dich. Also wo sie versucht hat, das ins Positive zu wandeln. Und bei einem Fest hat ihre Freundin zu ihr gesagt, Elisabeth, bist du überhaupt da? Also sie haben gespürt, dass sie irgendwie präsent ist, mittanzt und lacht und gleichzeitig irgendwie gegenwärtig ist einer anderen Gegenwart. Elisabeth auf der Wartburg, ihre Namensvetterin, die hat auch immer wieder nicht getanzt, oder? In der Situation sich zurückgezogen und von seinem gebeten, was also da passiert ist. Also, dass auch andere gespürt haben, ihren Blick, sie ist einerseits ganz präsent, sie ist mit ihrer Freundin, hört ihnen zu, spricht mit ihnen, und andererseits ist sie gegenwärtig. Eine der Gegenwart Gottes. So schreibt sie in ihren persönlichen Notizen 1900, also sie noch draußen war, ich möchte, dass mein Leben ein ständiges Gebet ist, ein langer Liebesakt. Weil immer kann man nicht mit den Gedanken, man muss sich auch konzentrieren auf die Arbeit, aber sie macht alles zu einem Liebesakt. Nichts soll mich von dir ablenken können, weder Lärm noch Zerstreuungen, nichts. Nicht wahr? O mein Meister, ich möchte so gerne mit dir in der Stille leben. Was ich jedoch mehr als alles liebe, ist, deinen Willen zu tun. Und da du mich noch in der Welt haben willst, unterwerfe ich mich von ganzem Herzen aus Liebe zu dir. Ich biete dir die Zelle meines Herzens an, sie soll dein kleines Bethanien sein. Komm und ruh dich dort aus, ich liebe dich so sehr. Bethanien, Sie wissen, Jesus ist dort gerne ein- und ausgegangen, das waren seine Freunde Maria, Martha und Lazarus. Genau. Und so lebt sie den Alltag draußen, und natürlich dann auch im Kloster, in der inneren Zelle. Das kommt übrigens von der Katharina von Siena. Genau. Auszuruhen in der inneren Zelle. Ja? Es ist mir aufgefallen bei der einen Stelle, dass sie da irrtümlich, oder nicht irrtümlich, ich weiß nicht, schreibt sie Magdalena, wo sie eigentlich die Maria von Bethanien meint, aber vielleicht ist das damals in eins gesehen worden. Ja, das ist ja heute noch, ist man sich, sind das die gleichen drei, oder? Und da war eben diese deutliche Liebe, diese Dimension wird da sehr stark angesprochen. Genau. Und sie hat diese Stelle, Lukas 17, 21, da ist dann ein Brief an ihre Mutter, das Reich Gottes ist in euch, im Deutschen wird es übersetzt mit, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist beides, vom Griechischen her ist beides richtig zu übersetzen, möglich zu übersetzen, aber sie hat es natürlich im Sinne von dieser inneren Zelle auf das Innere übertragen. Eine Erklärung möchte ich noch kurz zu letzten beiden Briefen geben, wo sie ihre, vielleicht hat sie das auch erstaunt wie mich, das erste Mal, wo ich es gelesen habe, meine liebe Mutter, also sie schreibt an ihre Priorin, mein lieber Priester. Elisabeth sieht ihr Leben als Karmelitin, als Opfer an, vor allem dann auch ihre Krankheit. Ich meine, das ist dann wirklich ein Monat vor ihrem Tod, als Hostie, die eben Gott als Opfer dargebracht wird.
Und es habe ich erst jetzt gelesen, dass zur damaligen Zeit der Prior oder die Priorin eben oft als Priester auch bezeichnet wurde, weil die Gelübde wurde ja in die Hand des Priors und der Prior gemacht. Und der Obere, der die Gelübde entgegennimmt, wirkt sozusagen als Priester, der dann diese Gelübde Gott darbringt. Und darum diese Formulierung, mein geliebter Priester. Die Oberin, die mit Christus eben zusammen, Christus als der hohe Priester, als Priester und als Opfer zugleich, der die beiden Hostien, hier hätte ich eine Fußnote hinsetzen sollen, das sind die beiden Kranken im Krankenzimmer, die zweitletzte Zier. Das ist genau, die beiden Hostien ist die Schwester Anna Maria, also Anne-Marie und eben Elisabeth. Ein weiterer Aspekt, ja, ist uns da aufgefallen, in den, besonders im Brief 224, also das, was wir von Elisabeth kennen, dass sie eben selbst und anderen dazu ermutigt, nicht über sich selbst zu grübeln oder so auch über die eigenen Fehler, sondern auf den Herrn zu schauen, kurz gesagt. Und das fanden wir auch so schön, wenn sie fürchten, seine Gnade missbraucht zu haben, also irgendwie was ganz Schlimmes getan zu haben, was auch immer das ist, dann ist dies der Moment, das Vertrauen zu verdoppeln. Ja? Also wirklich nicht der Schritt in die Selbstpeinigung, ich kann nichts oder ich bin nichts wert und so, sondern noch mehr zu vertrauen auf den Herrn, auch paulinisch und so, auch theresianisch. Wir haben da die Frage auch gestellt, die Autobiografie, die war schon, hat schon zirkuliert in den Klöstern, ja, von der kleinen Therese, weil hier ist natürlich auch, hört man Therese, also... Das ist aber auch theresianisch im Sinne von Teresa von Avila, wo die Seele in der siebten Wohnung gerade das macht, ja, dass sie nicht mehr die eigenen Fehler so bleibt. Und da finde ich Elisabeth persönlich sehr, sehr hilfreich, also ermutigt oder erinnert daran, trotz aller Ungenügen von uns, die Richtung auf den Herrn zu wahren, sozusagen. Genau, weil man darf den jansenistischen, was wir in der Gruppe besprochen, Hintergrund nicht vergessen. Also wo diese strafende Gott sehr im Vordergrund steht, ja. Und wo Menschen eher zu den Skrupeln hingeführt wurden, also wirklich größte Vorsicht, keine Fehler zu machen. Sind von Ihrer Seite her vielleicht noch bemerkt. Sonst können wir vielleicht auch eine Luftpause, eine Sonnenpause, einfach wo wir auch in die Stille gehen können oder wenn jemand miteinander austauschen kann, keine.